Herzlich willkommen zur dritten Episode unserer Reihe Andreas Kemper über freie Marktwirtschaft und Markus Krall. Wir haben es bisher geschafft, 41 Minuten des Interviews zwischen Kemper und Thilo Jung zu sehen, haben dafür 2 Stunden 20 gebraucht. Dementsprechend könnt ihr euch darauf einrichten, dass wir sehr viel Kommentar zu den nächsten weiteren 90 Minuten möglicherweise haben in der nächsten Stunde. Und wir versuchen uns zurückzuhalten. Wir versuchen uns jetzt mal ein bisschen zurückzuhalten, den Herrn Kemper auch mal zu Wort kommen zu lassen. Wer den ersten und zweiten Teil nicht gesehen hat, würde ich empfehlen, sich die in der Reihenfolge auch anzuhören, weil da darauf bauen wir jetzt quasi wiederum auf. Teil 1 war im Prinzip Höcke, AfD, Flügel und so weiter. Ja, Faschismus. Wobei wir keine Definition bekommen haben, leider Gottes. Und Faschismus ist das, was Herr Kemper dazu erklärt. Genau. Und Teil 2 war im Prinzip, da fing es dann an mit August von Finck, Degussa Goldhandel, dann ging es Richtung Thorsten Polleit. Genau. Und wie hat er den nochmal genannt? Wie er ihn genannt hat, weiß ich nicht. Ich weiß ja, Neoliberal. Ja. Was sehr lustig ist aus unserer Sicht. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade gewesen? Bei Minute 41,50? Ja, genau. Das weiß ich gar nicht mehr. Dann lassen wir doch einfach mal los. Ich meine, für die Zuhörer oder Zuschauer, wir nehmen das jetzt momentan alles an einem Stück auf. Also inzwischen machen wir mal Pausen und reden über andere Sachen. Deswegen haben wir jetzt den Faden verloren. Aber ich denke, wir finden den ganz schnell wieder. Ja. Gut, legen wir los. Genau. So, das ist genau Halt die Ideologie dahinter. Und die deklinieren die durch. Ne? Das gibt dann zum Beispiel einen Assistenten von Meuthen, der ist Thomas M. Fröhlich. Das ist Meuthen Europaabgeordneter. Mhm. Und als Europaabgeordneter hat er mehrere Assistenten. Und 2 ist den Assistenten von ihm, die haben so eine anarchokapitalistische Zeitung rausgegeben. Ich habe tatsächlich, glaube ich, schon mal ein, nicht Interview mit dem gesehen, aber irgendwie ein Video, wo der drin vorkam. Ich glaube, das war im EU-Parlament ein Gespräch zwischen ihm und Meuthen, also zwischen Fröhlich und Meuthen, glaube ich. Und da kam mir der Fröhlich schon ziemlich libertär irgendwie vor, teilweise. Also, absolut, absolut. Ja, schauen wir weiter. Wir wollen ihn ja reden lassen diesmal. Genau. Haben dafür auch den Roland Bader-Preis bekommen. Roland Bader ist auch einer von diesen Vordenkern. Und Thomas M. Fröhlich. So, sorry, da muss ich jetzt auch wieder, weil also Roland Bader, eine meiner Ikonen, die ich persönlich, da war ich, ja übrigens für die Zuschauer, ich bin jetzt 44, also Jahrgang 76, wann habe ich Roland Bader kennengelernt? Da war, muss ich so Anfang 20 gewesen sein, Umstände, wie genau, aber mehrfach persönlich erlebt, mit dem zusammen auch persönlich mal gequatscht und so, hatte damals noch keine Ahnung, dass es eigentlich die Ikone des deutschsprachigen Liberalismus oder klassischen Liberalismus oder Libertarismus, wie auch immer man das jetzt nennen muss, um sich da abzugrenzen von denen, die das übernehmen wollen, den Begriff oder übernommen haben. Und ja, das wollte ich nur kurz erwähnen. Roland Bader-Preis und so weiter, es ist tatsächlich, also für Libertäre wirklich eine Ehre und ja, ein toller Mann, der leider viel zu früh gestorben ist und den man dringend mal googeln sollte, wenn man ihn noch nicht kennt. Natürlich. Meinst du, wir könnten für dieses Videoformat auch den Roland Bader-Preis bekommen? Das möge der Markt, der Zuschauermarkt entscheiden. Das war jetzt auch keine ernst gemeinte Frage. Also es gibt Leute, die deutlich mehr geleistet haben, um diesen Preis zu bekommen. Also absolut. Da will ich jetzt nicht. Aber so, wer weiß, wir wissen Talk ja noch nicht, wo wir stehen. Also es wird ja noch wirklich episch, was Herr Kemper von sich gibt und vielleicht wird es eine Lebensaufgabe. Vielleicht sitzen wir in 40 Jahren noch da und reden über dieses eine Video, ne?
unterbrechen alle paar Minuten, weil er wieder irgendwas sagt. Wir wissen es nicht. Wir lassen uns überraschen. Das wäre großartig. Teil 3 hat gerade erst angefangen. Hoffentlich vor meinem nächsten Geburtstag sind wir fertig irgendwie. Ja, du, in Zeiten von Covid 2020 ist ja, alles gut. Ja gut, das ist eh alles egal. Das Jahr 2020 endet eh nie. Der 1.13., der kommt garantiert. Ja, gut. Genau. Schauen wir weiter. In diesem Buch, dass die staatliche Bildung komplett abgeschafft werden muss. Es soll keine staatlichen Schulen mehr geben, keine staatlichen Hochschulen. Es gibt nur noch Privatbildung. Und Privatbildung, da ist er dann, als er das vorgestellt hat, ist er dann halt auch gefragt worden bei so einer Veranstaltung, was dann ist. Man hat ja nur noch Privatschulen und die Privatschulen haben dann also Vertragsfreiheit, das ist dann auch total wichtig, Vertragsfreiheit. Da darf keiner, es geht nur den beiden Vertragspartnern was an. Sowas wie sittlich oder unsittlich spielt da keine Rolle. Ne? Das heißt, ja, weil sittlich und unsittlich einfach willkürlich festgelegt werden. Irgendwer also entscheidet, was sittlich ist, und das zählt dann für alle. Die zwei Beteiligten, die den Vertrag geschlossen haben, scheinen das ja offensichtlich sittlich zu finden. Ja, eben, genau. Sonst hätten sie ihn ja nicht geschlossen. Oder ich meine, es sind auch Ausnahmen denkbar, aber grundsätzlich ist jetzt Vertragsfreiheit eigentlich schon ein hohes Gut. Also im freien Westen. Oder weißt du, wo sind wir denn? Aber ja, wir müssen vom Staat vorschreiben lassen, was wir in unsere Verträge schreiben dürfen. Ja. Also, wenn der Staat dir nicht vorschreibt, was du in die Verträge reinschreibst, wer schreibt dann irgendwas in die Verträge? Also, mal rein so gesehen, wie wer baut denn die Straßen, wenn es keinen Staat gibt? Wer schreibt denn die Verträge, wenn es keinen Staat gibt? Also da muss ja wohl Sittlichkeit rein und alles das beurteilt, Mögliche. Das beurteilt der Volksgeist demokratisch. Also gut, aber was ja das Problem hast ist. Hast du gerade Volksgeist gesagt? Also so ein Kollektivgeist oder Klassengeist oder keine Ahnung. Ich meine, weißt du. Man könnte, er wird ja auch in den nächsten, er kritisiert hier ganz halt uns und sagt ja gar nicht, wofür er selber jetzt eigentlich steht, und ich weiß es auch gar nicht und ich will ja nicht spekulieren. Aber man könnte so viel über marxistische Ideologie da die ganze Zeit sagen, aber lass uns mal. Ich spekuliere jetzt schon mal, wofür er steht und was er ist. Ich sage, er ist Internationalsozialist. So, ich denke, da würde er sich auch nicht dagegen wehren, oder? Nee, denke ich auch nicht. Er wird das wahrscheinlich auch als positiv ansehen, im Gegensatz zu uns. Also gegen den, wenn wir ihn als Linken bezeichnen, da kann er wirklich nichts sagen. Da kann er echt nichts sagen. Nee. Okay, dann nenne ich ihn den Linken. Haben nur noch die Amtsfreiheit, das heißt, die müssen nicht irgendwelche Leute aufnehmen. Die müssen keine Schüler aufnehmen. Wie? Die können nicht gezwungen werden, irgendwelche Schüler aufzunehmen? Die dürfen Nein sagen. Ja, genau, die dürfen Nein sagen. Hm. Was passiert dann, wenn es nur noch Privatschulen gibt und alle Privatschulen wollen Schulgeld und einige Familien können das nicht bezahlen? Und die dann gibt es vielleicht Stiftungen, die das Schulgeld stellen. Ja, also. So wie das ja auch in der Realität war. Wir kriegen es halt nur nicht so beigebracht. Also, ich bin der Letzte, der sagen würde, scheiß auf alle, Bildung ist nichts, was man braucht und so weiter. Also, das ist der klassische. Und wäre ja auch bereit dafür, so einer Stiftung da Geld zu geben, dass sie quasi dann anderen Leuten ermöglichen, Bildung zu erfahren. Und Natürlich. Du, die Bildung von Leuten, die halt nach heutiger Terminologie oder vielleicht damals ja auch schon weniger privilegiert waren, das ist kein neues Thema. Und das Thema, dass Linke sich einbilden, dass nur, weil wir Libertären dagegen sind, dass der Staat irgendwas macht, dass wir dann dagegen sind, dass das überhaupt gemacht wird. Ja, genau. Das ist Jahrhunderte alt. Oder da hat Frédéric Bastiat hat da schon drüber geschrieben, über diesen Denkfehler. Ja? Der große französische Liberale, gibt ja nicht so wahnsinnig viele Franzosen, also liberale Franzosen oder Libertäre. Und vor allem, gerade das würde ja auch dann die großen Firmen zum Beispiel, wenn es
die dann noch gibt, veranlassen die, was brauchen diese Firmen? Die brauchen doch gebildetes Personal. Die können doch nicht mit einem Affen arbeiten. So, was heißt schon große Firma? Ich meine, ist ein Autohersteller eine große Firma? Ja, ist eine große Firma. Größer als ein Edeka und größer als der Kiosk um die Ecke. Also ja. Es ist alles so. Ja, im Prinzip jede Firma eigentlich braucht gebildetes Personal. Ne? Also natürlich. Selbst die Kassiererin muss Mathematik können und mit Zahlen umgehen können. Also das ist so die Mindestvoraussetzung. Ja, mit Zahlen umgehen können, ist es noch nicht Mathematik. Also ja, gut, so, ja, nee. Also, aber wir, auch da, wir kommen hier noch hier zu den, was passiert, wenn es also keine staatliche Bildung mehr gibt und macht sich dann lustig, kommt ja alles noch. Worauf ich hinaus will, ist, ja? Es gibt ein Interesse daran, dass natürlich. Es Bildung gibt und dass auch dann Firmen, die ja eines der größten Interessen daran haben, dass sie gut ausgebildete Menschen Firmen gibt es doch überhaupt nur, weil es davor gut ausgebildete Menschen gab. Ja, eben, ja. Die haben ein Interesse daran und werden dann auch dafür sorgen, dass es gut ausgebildete Leute gibt, weil sonst kriegen die halt keinen Nachwuchs mehr. Ja, also, aber die Armen, die können, aber die sind dann ausgeschlossen von diesem System. Und, ja, wenn du es aber realistisch siehst, dann musst du auch sehen, nicht jeder Arme ist auch gleichzeitig dumm oder hat gleichzeitig kein Potenzial. Und natürlich nicht. Und dadurch ist es eigentlich vollkommen irrelevant, ob du jetzt einem Armen ein Stipendium gibst oder einem reichen Kind. Es mag sogar reiche Kinder geben, die dümmer sind als arme Kinder und oder nicht so lernfähig sind oder so. Und deswegen macht es eigentlich gar keinen Sinn, da überhaupt zu differenzieren als Ausgeber das eines Stipendiums. Das ist ja das Schöne, dass es eben gerade, also das, was Linke da immer postulieren, es ist ja total widersprüchlich, was sie postulieren, aber wir machen gar keine Unterschiede. So ein Stipendium, was rein nach Leistung geht, fragt nicht danach, ob du jetzt Frau, homosexuell, cis, was weiß ich, was bist, wo du herkommst, sondern einfach nur, hey, die und die Kriterien. Ja, so wie zum Beispiel in den Naturwissenschaften, ja. Da ist es, wobei, selbst das versuchen sie ja gerade zu unterwandern, aber da ist 2 + 2 ist immer noch 4, auch wenn es irgendwie gerade bestritten wird. So weit sind wir ja schon. Apropos Dystopie. Aber da hätte ich noch was, ich habe jetzt selber den Faden verloren. Ah, verdammt. Ja, wir müssen ihn unbedingt länger reden lassen. Er bietet uns noch genug Gelegenheit. Ich wollte noch was zu Rassismus und Firmen sagen. Wenn du jetzt, da wird ja oft gesagt, so ja, wenn du jetzt nicht den Firmen Diversität vorschreibst und so, dann handeln die rassistisch und dann stellen die halt keine Schwarzen mehr ein. Und da muss ich auch wieder sagen, dass es handlungslogisch nicht besonders sinnvoll ist, rassistisch zu sein. Als Firma willst du die besten Männer haben oder die besten Frauen. Mitarbeiter und zwei. Genau, Mitarbeiter. Und wenn du da dann kategorisierst, irgendwie, ja, der ist schwarz, der ist weiß und der Schwarze ist vielleicht besser und stellst den Schwarzen aber nicht ein, weil du halt rassistisch bist, dann schaffst du dir deinen eigenen Nachteil. Also es ist nicht zu deinem Vorteil, rassistisch zu sein, es ist zu deinem Nachteil, weil du potenziell die bessere Arbeitskraft nicht einstellst. Du, weißt du, ja. Und das begreifen die ja auch nicht. Das begreifen die ja auch nicht. Das ist ja auch so eine Sache. Die sagen dann, ja, dann gibt's halt Unternehmen, die rassistisch sind. Die stellen dann keine Schwarzen ein, so. Oder die stellen keine Frauen ein. Oder weiß ich nicht, Behinderte. Okay, Behinderte ist jetzt... Ja gut, kannst du auch gebrauchen im Unternehmen. Also ist jetzt nicht so, natürlich, als ob die vollständig unbrauchbar sind. Wenn du arbeitest, es ist nicht immer so zu massiv. Deinem Nachteil, wenn du nach einem Kollektiv auswählst, ob das jetzt rassisch ist oder auf irgendeiner anderen Ebene, du schließt damit aus, oder du schmälerst deine Chance, den besten Mitarbeiter zu kriegen. Genau. Und ich meine, das ist jetzt nur rein auf Unternehmen und Wirtschaft bezogen. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, ob es müsste ein Teil 1 gewesen sein, das Sloterdijk-Zitat. Wohin dieses Denken in Kollektiven? Und
es ist ja aus unserer Sicht als Libertärer, als methodologischer Individualist, ist mir das grundsätzlich mal völlig wurscht, in welcher Schublade ich dann erstmal lande. Ich meine, ich diskutiere mit diesen Leuten und die stecken mich dann, ich meine, die merken ja, okay, also ein richtiger Nazi bin ich offensichtlich nicht. Aber ich bin vehement, also ich vielleicht erzähle ich denen sogar, dass ich mich selber ja sogar als links betrachte, so charakterlich. Mhm. Aber halt nach einem Modell, was die, von dem sie noch nie gehört haben. Ja. Ich habe mich dann auf Jordan Peterson. Und der ist für die ja irgendwie, was ist er? Ja, also jedenfalls. Sexist echt, auf jeden Fall. Sexist, Frauenfeind, alt-right, was ist er noch alles? Was weiß ich, was alles. Und, ja. Und es sind völlig unterschiedliche Sprachwelten im Grunde genommen. Ja. Aber genau darum geht es ja auch dem guten Herrn Kemper. Und deswegen finde ich es im Grunde genommen ja auch sehr, sehr spannend. Und wir haben ja vorher darüber gesprochen, du kannst es ja bestätigen, ich war eigentlich, obwohl ich jetzt auch immer ständig unterbreche in der Zwischenrede, ich finde ihn eigentlich, also ich bin ihm quasi dankbar für die Mühe, die er sich gemacht hat, sich das immerhin einigermaßen, also vergleichsweise gründlich angeschaut zu haben und wirklich auch, ja, da er sieht es ja als Feindrecherche sozusagen. Und ja, aber halt eben aus seiner sehr linksideologisch gefärbten Brille, aber als Wissenschaft irgendwie, als, ja, also wenn ich hier ganz klar nach den und den Kriterien von dem und dem marxistischen Philosophen, was ich nicht dazu sage, sondern ich sage einfach, ja, der britische Experte oder Historiker, wie er ihn genannt hat, da den Griffin, und später, er wird mehrere Namen zitieren, die, wenn ich sie nicht eh schon kannte, habe ich sie halt dann gegoogelt, und es ist halt immer dasselbe, immer halt irgendwelche Marxisten und, und ja, das muss man halt als Zuschauer halt eigentlich wissen, weil sonst denkt man, oh ja, klar, der ist da irgendwie in einem fiesen Netzwerk von ja, was auch immer, also auf jeden Fall, es bleibt nebulös, was er eigentlich jetzt genau, weil also faschistisch, also die Weidel und Meuten sind ja nicht offen, oder es sind keine Ahnung, wo der Experte sie genau jetzt einstuft. Nicht links, also Faschisten. Genau. nicht links ist auf jeden Fall schon mal potenziell faschistisch. Ja, lass mal weiter gucken, weil sonst kriegen wir die Stunde in der Stunde nicht voll. Die gehen dann nicht zur Schule, die Schüler. Und dann sagt er knallhart, ja, es muss ja nicht jeder zur Schule gehen. Man kann sich ja Lesen auch beibringen, indem man an der Playstation sich irgendwie selber Lesen beibringt. Ne? Genau. Wo er nicht Unrecht mit hat. Also, ja, aber also nicht an der Playstation. Nee, nicht an der Playstation, aber man kann sich auch Lesen selber beibringen. Und man kann sich natürlich auch. Guck mal, wir zeichnen jetzt hier diesen Podcast auf. Du hast eben schon gesagt, so, weil als ich diesen Bildschirm mal geteilt habe, so, krass, ne, was du da jetzt alles machst mit dem Einblenden und dies und das. Mhm. Und das sind halt auch Sachen, die habe ich nicht in der Schule gelernt. Man kann auch außerhalb der Schule lernen, außerhalb der staatlichen Zwangsschule lernen. Es war möglich und auch für viele selbstverständlich, übrigens auch für Linke, für Linke vor 100 Jahren war das selbstverständlich, weil die konnten wirklich nicht an höhere Bildung, oder da gab es noch tatsächlich sowas wie eine Art Klassengesellschaft, ja, also ich meine, ob man das alles so kritisch sieht wie die immer, wobei denen geht es ja eigentlich einzig und allein ums ständige Kritisieren und bloß nicht zu erklären, was sie selber machen sollen, wenn wir es machen, wird es auf jeden Fall gut und endlich alles gerecht und ohne Unterdrückung und Herrschaft. Aber darum geht es ja nicht bei dem Herrn Kemper heute und bei dem Herrn Jung, sondern um uns, um uns Kryptofaschisten oder so, oder Marktradikale. Jetzt hab, glaub ich, schon wieder pausiert, ne? Ich sag dir, oder wir sagen die ganze Zeit, wir müssen den mal ausreden lassen. Ja. Und dann fallen wir dem bei jedem zweiten Wort quasi schon wieder. Ja, so geht es nicht weiter. Ja, doch, eigentlich schon. Ich glaub, das ist auch ganz unterhaltsam für die ZuschauerInnen und außen. Mal sehen. Ja, okay, mal von sehen. Mir aus. Also ich, ja. Ja, wir müssen ja Content produzieren. Okay, dann das arbeiten wir. Das ist Arbeitswertlehre. Halt, das ist die Ideologie dahinter. Das freie Märkte, es muss alles privatisiert werden. Aber das meinen die ernst. Ja, das meinen wir ernst. Und das geht noch. Ja. Hans Hermann, Rothbard, Murray Rothbard, das war der erste Vertreter, der
ein Mises-Schüler, also der auch mit Mises zusammengearbeitet hat. Der hat in den 50er Jahren das dann herausgearbeitet, diesen Anarchokapitalismus. Und eine Position von ihm war dann zum Beispiel bei Eltern, wie die mit ihren Kindern umgehen. Und da ist es auch sehr frei. Er sagt dann auch, Kinder haben immer das Recht abzuhauen. Ja, korrekt. Von zu Hause. Mhm. Diese Freiheit gibt es immer, man darf abhauen. Aber Eltern dürfen zum Beispiel nicht gezwungen werden, ihren Kindern Bildung beizubringen. Das ist auch korrekt. Die dürfen nicht gezwungen werden, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Die dürfen aber auch nicht gezwungen werden, denen zu Hause Bildung beizubringen. Und die dürfen auch nicht gezwungen werden, ihre Kinder zu ernähren. Das heißt, die dürfen ihre Kinder verhungern lassen. Das ist theoretisch auch korrekt, aber da muss man ja den praktischen Aspekt sehen. Genau, auf den kommt er ja. Auf den kommt er noch? Okay. Das steht da wortwörtlich drin. Das ist diese. Weil das ihr Besitz ist, oder was? Nee, ja, zum Teil. Ja, da muss ich jetzt aber nochmal einhaken. Warte, ich lasse es jetzt nochmal kurz zu Ende laufen. Also im Sinne von, mit Eigentum kann ich machen, was ich will. Genau. Und mein Kind ist mein Eigentum. Genau, und die dürfen die Kinder auch verkaufen. Ne? So, und da saß ich halt auf der Couch und habe gesagt: So, oh Gott, nein, das hat er jetzt nicht gesagt. Ja, lass ihn mal ein bisschen ausführen. Ja, jetzt. Okay, dann lassen wir ihn noch ein bisschen ausführen. Was? Ja, und da sagt er, und gerade weil die Kinder verkaufen dürfen, ist es ja halb so wild mit dem, dass sie die verhungern lassen dürfen, weil das bringt ja ökonomisch gesehen nichts, die Kinder verhungern zu lassen, wenn man die genauso gut verkaufen kann. Das habe ich auch noch nicht gehört. Naja, das ist halt Rothbard, das ist Murray Rothbard. Das ist so einer der Vordenker von dieser ganzen Ideologie, die ich nicht anarchokapitalistisch nenne. Es gibt da einen anderen Begriff für. Der kommt von Thomas Piketty. Stopp. Ja. Also wenn du zu den Kindern noch was sagen willst, dann jetzt, weil zu Piketty. Ja, genau. Ich dachte, sonst kommen wir auch zu weit. Also unserer Ansicht nach hat ja jeder Mensch ein Selbsteigentum. Genau. Und das schließt ja jetzt Kinder nicht aus. Korrekt. Also es schließt Kinder ja mit ein. Manche von uns fangen sogar ziemlich früh an, von Kindern zu sprechen. Also wo ja, genau. Noch von da kommen wir jetzt, oder? Da kommen wir jetzt in der Abtreibungsdebatte. Ich glaube, da können wir theoretisch nochmal 3 Stunden Podcast von machen. Das machen wir heute Abend nicht auf. Nee, das machen wir heute Abend nicht auf. Jedenfalls, er widerspricht sich ja. Er sagt ja selber sogar, dass Eltern quasi, ich habe den Faden verloren, jetzt haben wir schon zu weit geguckt. Ich müsste Rothbards Position, sagt Rothbard wirklich, also die ökonomische Argumentation, dass es überhaupt keinen Sinn macht, Kinder verhungern zu lassen, kann man, auch ökonomisch. Kann also, man nachvollziehen. Ich meine, wenn das tatsächlich überhaupt diesen hypothetischen Fall gäbe, wo ein soziopathisches Elternteil oder ein Psychopath vielleicht sogar, der halt irgendwie rein rational, so wie diese Leute sich das ja vorstellen, dass wir Kapitalisten ja irgendwie wie so Rechenroboter sind, die also gefühllos die alles in Geld umrechnen. Ne? Die Plagen, die kosten aber schon wieder. Das ist aber nicht wirtschaftlich, wenn ich da eine Million pro Kind ausgeben muss, bis es 18 ist. Oh nee, da bekomme ich ja gar keinen Gewinn durch. So denken die, glaube ich, sind wir. Wir wären so, wenn der Staat uns nicht dran hindern würde. Ja, natürlich. Wir sind ja aus seiner Sicht dafür, wahrscheinlich denkt er sich, dass wir als Rothbardianer, dass wir eigentlich so gerne Kinder traden würden. Ja, natürlich. Ja, aber gucken wir doch mal in die Realität. Gucken wir doch jetzt einfach mal, wie läuft das denn jetzt momentan ab? Sekunde, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber wir haben so viel Content noch, bevor wir jetzt irgendwie Kinder in der Realität, also ich weiß dummerweise die genaue Position von Rothbard zu dem Punkt, wie er das jetzt genau, weil er sagt ganz klar, okay, du kannst auch keine Eltern dazu zwingen, die Kinder zu unterhalten oder zu ernähren, aber das mit dem Verkaufen, dieser Automatismus. Ja, genau, ja. Also, weil verkaufen kannst du sie ja eigentlich nicht, nach meinem Verständnis. Darauf wollte ich jetzt hinaus, ja. Weil es bricht ja das Selbsteigentum der Kinder. Also du kannst sie höchstens, vielleicht kann man das dann so nennen, dann in Obhut, aber ja, das müsste dann sowas geben wie in Obhut geben. Und also, dann,
sich davon versprechen, dass die Kinder vielleicht mal dankbar sind oder so? Also wenn man jetzt von Babys ausgeht, dann könnte man ja schon sagen, okay, da ist jetzt nicht so viel Gegenwehr und die wissen ja gar nicht, was abgeht und so. Genau. Da könnte man ja schon sagen, okay, theoretisch könntest du jetzt ein Baby verkaufen. Dann kommen wir aber dahin, was will man denn jetzt? Wenn du ein Ablaufdatum hast, weil irgendwann muss es ja aufhören mit dem Eigentum sein von jemand anders. Ja, eben. Ja, also ich sag halt, dass selbst Babys nicht mal Eigentum der Eltern sind. Aber ich auch nicht. Dieses in Obhut geben, wie du schon sagst. Also schauen wir uns doch mal an. Wie oft kommt das denn jetzt vor? Und vor allen Dingen, es kommt ja jetzt auch. Wollen wir wirklich das Thema jetzt debattieren? Ich will das nur ganz kurz mal anschneiden. Okay. Wie oft kommt das denn jetzt wirklich vor, dass Eltern ihre Kinder verhungern lassen? Und es kommt ja auch heute vor. Das heißt, es ist kein aus exklusives Problem des Anarchokapitalismus. Natürlich nicht. Also normalerweise, selbst Eltern, die ihre Kinder nicht haben wollen, wollen sie ja nicht töten oder verhungern lassen, sondern würden sie eher jemand anderem geben. So, wenn sie dann natürlich noch Geld dafür kriegen, ja okay, dann ist es ein Verkaufen. Aber sie würden ja dann auch dafür sein, dass das Kind dann auch in gute Hände kommt, selbst wenn sie es nicht selbst haben wollen. Ja, sie könnten es ja auch nur verkaufen an Leute. Also ich würde ja als Käufer auch lieber gerne ein gutes Baby haben und dann gerne eine gute Mutter. Da muss die Mutter sich anstrengen, weil ich kaufe ja nicht von jeder ungefähr. Ja, das auch. Nee, aber das ist halt so eine Sache. Positive Anreize. Ja, genau. Und wie gesagt, das ist kein exklusiv anarchokapitalistisches Problem, dass Kinder verhungern lassen werden. Das passiert auch heute. Das wird auch im Sozialismus passieren und da noch viel mehr. Weil dann muss man sich nämlich entscheiden, verhungere ich oder mein Kind. Die Menschheit. Und ich weiß nicht, was der jetzt da für ein Riesending draus macht. Und vor allem, wie wir ja schon gesagt haben, das Kind hat halt eigentlich Selbsteigentum, zumindest sobald es dann selbst weglaufen kann. Aber das zitiert er ja sogar fairerweise. Also, ja, genau, zitiert er ja sogar. Also, ich will ihn deswegen bei solchen Sachen gar nicht unbedingt unterbrechen, weil es gibt Leute, die das sehr viel schlimmer darstellen als er. Zum Beispiel, was wir vorhin hatten. Ich störe mich an diesem Eltern können ihre Kinder verkaufen. Daran störe ich mich halt. Wir müssen auf halt sowas natürlich eingehen. So, ich weiß nicht, was das implizieren soll. Soll das vielleicht implizieren, dass man die Kinder an Kinderschänder verkauft, weil die halt die Höchstbietenden sind oder so? Als ob man sich keine Gedanken macht, an wen man seine Kinder verkaufen würde. Selbst genau, wenn man das sie impliziert verkauft. Er damit, ja. Kapitalisten sind ja Unmenschen aus seiner Sicht. Also es sind ja finstere Rechte, denen er alles Mögliche zutraut. Die sind ja vom Geist des Faschismus. Ja. Oder? Aber das ist halt genau die Sache, warum ich jetzt hier gestoppt habe, warum ich mich da so drüber aufrege. Dass erstens das Selbsteigentum nicht erwähnt wird, des Kindes. Und zweitens mal im Prinzip impliziert wird, ja, man verkauft es dann an den Höchstbietenden, egal was das für ein Kerl ist oder was das für eine Frau ist oder so. Und ja, es ist Das Schöne ist, heute gibt es so viele Skandale, wo Adoptivkinder vergewaltigt und misshandelt werden. So, ja. Und das kann die Demokratie nicht verhindern. Ja, das kann die Demokratie nicht verhindern. Also deswegen meinte ich, hey, wenn wir das Fass aufmachen, was im staatlichen Namen, im Namen des Staates schon alles mit Kindern passiert ist, das Fass wollen wir heute Abend nicht aufmachen. Ja, das stimmt schon, ja. Also das führt so weit einfach. Ich will halt nur klar machen, es ist kein exklusiv anarcho-kapitalistisches Problem. Und das mit dem Verkaufen sehe ich halt auch kritisch, weil Selbsteigentum. So. Genau. Im Prinzip und die Rothbard steht, kann man übrigens auch alles online kostenlos. Und vor allem, selbst wenn Rothbard sagt, du darfst deine Kinder an Kinderschänder verkaufen, explizit so zitiert sagt. Selbst dann muss man seine Position als Anarchokapitalist nicht einnehmen. Es gibt Positionen von Hayek, die wir nicht einnehmen. Es gibt Positionen von Mises, die wir teilweise nicht einnehmen. Und es gibt dann, wenn er das so gesagt hat, auch Position von Rothbard, die wir so nicht einnehmen. Und
Sie schüren das jetzt alles über einen Kamm. Anarchokapitalisten sind so, die wollen, dass man Kinder an Kinderständer verkauft, zum Beispiel. Rothbard, das Problem, ich habe es ja gelesen, es ist nur schon so lange her. Mhm. Und ich kann mich nur erinnern, es war für mich ja auch sehr neu, diese, ich meine, dass es emotional erstmal irgendwie schockierend ist, weil es auch total ungewohnt ist, diese sehr ja, nüchterne Betrachtungsweise, ja. Betrachtungsweise, diese methodologisch individualistische, aber im Grunde genommen ist es ja was Positives. Man versucht sich halt in die Position zu versetzen, okay, was macht ein Mensch so, wenn er halt, ja, normalerweise mit Kindern geht man ziemlich gut um, so nach den allgemeinen Beobachtungen. Also es sind, verstehst du, und mhm. was ist denn dann wahrscheinlich und wie könnte man. Und aber nee, ja, und vor allem ist es auch ein Problem des jetzigen Systems. Also ich finde das immer so lustig, wenn Leute irgendwie Probleme am Anarchokapitalismus anführen, der nicht mal den Anspruch hat, alle Probleme zu lösen. Null. Er stellt das aber als das utopistische System, ja, obwohl genau, er der Utopist ist. Aber wo stehen wir gerade vor, ja, der Zeit? Diese Probleme sind halt nicht exklusiv für den Anarchokapitalismus. Die gelten genauso im jetzigen System, genauso wie im Sozialismus, genauso wie im Kommunismus. Also, ganz genau. Ich könnte jetzt genauso sagen, ey, du bist Kommunist, du willst also, dass jeder Zugriff auf dein Kind haben könnte. Ja. Also, genauso eine dumme Unterstellung könnte ich genauso machen. Ja, also, die wäre deutlich weniger dumm sogar, die Unterstellung. Ja, eigentlich schon. Ne? Aber, naja, wo stehen wir denn? 45 Minuten, ich glaube. 40 Minuten. Wir haben gerade mal 4 Minuten in einer halben Stunde geschafft. Ja, ich habe dich gewarnt. Ja, das wird ein Epos. Wir gucken weiter. Der hat Bücher geschrieben, Kapital und Kapital und Eigentum, Kapital und Ideologie. Das sind so 1000-seitige dicke Schinken, wo er sich die Vermögensentwicklung angeschaut hat und der meinte, dass es im 19. Jahrhundert Eigentumsgesellschaften gegeben hat, die schon so in die Richtung gehen von dem, was die Leute wollen. Nämlich, dass der Staat weitgehend zurückgedrängt ist, keine Sozialstaat. Was heißt hier zurückgedrängt? Kein Sozialstaat gibt. Er war nicht zurückgedrängt, es war eben kein Zurückdrängen. Es gab es halt noch nicht, diesen Sozialstaat. Aber es gab die Strukturen, die dann verstaatlicht wurden. Und das wurde dann der Sozialstaat. Aber ja, genau. Ja. Es war ja nicht so, dass irgendwer sich aktiv gegen einen Sozialstaat gewendet hat und ihn zurückgedrängt hat, sondern es gab ihn auch nicht. Also, ja, naja, aber okay. Ja, das ist wieder dieses Framing halt. Ja, sondern Manchester-Kapitalismus. Ja. Die Ideologie dahinter nennt er proprietaristisch. Nochmal? Der Piketty jetzt. Proprietaristisch. 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 Genau, das ist im Deutschen ein komisches Wort, weil das kommt von Lateinisch proprius. Das heißt, dann müsste das nicht einfach voretatistisch heißen, auf Deutsch quasi übersetzt? Das ist einfach nur eigentumsorientiert, proprietas, also proprieté, privé oder la proprietà. Das ist das Eigentum. Okay. Proprio, ja, es ist. Achso, ich habe jetzt etaristisch. Eigen. Eigentlich ist es eigen. Ich hatte jetzt etaristisch mit etatistisch vertauscht. Proprietaristisch müsste man das aussprechen, okay. Oder? Vielleicht hat er es auch dreimal falsch ausgesprochen. So, weiß ich nicht. Eigentum? Und im Englischen, ja, Property, im Französischen, im Italienischen, im Spanischen macht das Sinn, der Begriff Proprietarismus, weil das heißt so viel wie Eigentums, auf Eigentum orientiert. Siehste, das sagt heißt, er ja. Und ja. Privateigentum meinen die damit. Und dann natürlich wollen die Leute, haben dann eher so großes Privateigentum im Kopf. Und das sind Eigentumsfanatiker. Eigentumsfanatiker. Kann man so sagen, okay, von mir aus. Eine Form von Proprietarismus. Der spricht dann auch von einem sakralen Proprietarismus, die halt sehr fanatisch fixiert sind auf dieses, dass alles durch das Privateigentum geregelt werden soll. Und der meinte, dass eben dadurch, dass die Vermögen, dass wir eine Vermögensentwicklung haben, die so läuft, dass die Reichen immer reicher werden. Und der Anteil des Vermögens von den Superreichen einen immer größeren Anteil nimmt, der auch größer ist als die Produktivkraftentwicklung.
Sollen wir jetzt das Fass des Geldsozialismus aufmachen, woran das alles liegt? Noch nicht, wir haben so viele Chancen. Okay. Besteht natürlich auch die Gefahr, dass diese proprietaristische Ideologie, die das Ganze dann absichert oder legitimieren soll, dann auch stärker wird. Ne? Weil die Leute haben eben das Geld, dann auch bestimmte Institute zu gründen, bestimmte Stiftungen zu gründen, bestimmte Thinktanks zu gründen, um dann ihr Vermögen dann auch nochmal zu legitimieren. Hm. Und genau das ist auch passiert. Also der Rothbard hat ein Institut gegründet, das war Ludwig von Mises Institut in den Vereinigten Staaten, zusammen mit den Koch-Brüdern. Ne? Koch Industries. Nee, stimmt gar nicht, jetzt habe ich Quatsch erzählt. Koch Brothers. Koch Brothers, Koch Industries. Die hatten vorher das Cato-Institut. Ja, genau, Rothbard hat zusammen mit den Koch Cato-Institut gegründet und später hatte sich dann losgesagt, weil das Cato-Institut war nicht radikal genug und hat dann seine anarchokapitalistische Ideologie mit dem Mises-Institut begründet. Also da soll die eben vorangetrieben werden, diese Ideologie. Zusammen mit Ron Paul war das. Und Ron Paul war ein Kongressabgeordneter der Republikaner und der steht für einen Begriff Paleo-Libertär, also Paleo-Alt, meint das, also ein konservativer Libertarismus. Mhm. Libertarismus im Sinne von Anarchokapitalismus. Jetzt ganz kurz mal, muss ich dich mal einwerfen. Also selbst Ron Paul habe ich mal persönlich kennengelernt. Ich saß mal an einem Tisch mit dem. Alter, du kennst einfach jeden, oder? Ja, nicht jeden, aber die gemeingefährlichen, offensichtlich. Das war 2018 in Acapulco bei Anarchapulco. Libertär, ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Habe ich schon mal gehört, ja. Und war mein Lebenstraum, weil ich ja früher, was du vielleicht auch nicht weißt, ich habe ja den Blog Bavaria for Ron Paul betrieben und war zur Zeit der Ron Paul Revolution hochaktiv, 2008 damit mit YouTube und habt kleine Demos organisiert, wo leider keine Sau gekommen ist, weil es war damals, war Social Media noch irgendwie in den Anfängen. Also ich könnte jetzt sehr viel über Ron Paul reden, aber lassen wir mal Herrn Kemper weiter labern. Genau. Dann nochmal ganz viele ultrakonservative Werte, so christlich-fundamentalistische Werte, evangelikale Werte, dann eine Rolle spielen. So, und dieses Mises-Institut in den Vereinigten Staaten, das vertritt dann genau diese Position von diesem Anarchokapitalismus. Und der Polite hat da dann 2005 angefangen, auch Artikel zu schreiben für den Daily, für eine Zeitung halt von denen. Mhm. Und war dann auch Schüler oder angetan von Hans-Hermann Hoppe. Hans-Hermann Hoppe quasi ist Triple die zweite H. Generation nach dem Rothbard. Und Hans-Hermann Hoppe ist ein Deutscher, hat bei Habermas studiert, ist später dann in die Vereinigten Staaten gegangen, war an der gleichen Uni in Nevada und in Las Vegas wie der Rothbard. Also Rothbard und Hoppe, das sind die Hauptideologen von diesem Anarchokapitalismus. Und Hoppe hat dann später 2000 nochmal eine Wendung gemacht, während Rothbard eher versucht hat zu beschreiben, wie funktioniert der Anarchokapitalismus. Also das positiv zu beschreiben, ist Hoppe eher bekannt darüber geworden, dass er negativ gegen diejenigen, die diesen Anarchokapitalismus nicht wollen, vorgeht, also ideologisch vorgeht. Und zwar macht er das, indem er die Demokratie angreift. Er schreibt dann Bücher über Demokratie. Ja, ist Hoppe bekannt? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Hoppe ist dafür bekannt, dass er negativ gegen die vorgeht, die Anarchokapitalismus nicht wollen. Was meint er mit vorgehen? Das ideologisch vorgehen. Also er argumentiert gegen sie. Naja, das sagt er ja nicht. Das ist ja die Realität. Er argumentiert gegen sie. Er geht ja jetzt nicht physisch gegen sie vor oder sowas. Das weiß man ja, aber er sagt es so. Aber mal gucken, was schon selber nicht mehr, was er alles erzählt. Demokratie ist was Schlechtes. Democracy, the God that failed. Also Demokratie ist was, dem alle hinterherlaufen, aber in Wirklichkeit ist es halt ein Unwesen und die Demokratie müsste abgeschafft werden.
Damit schreibt er halt seine Bücher und der ist der Vordenker dieser Schule und ist quasi auch ein Vordenker von dem Polleit von De Gusser Goldhandel. Mhm. Und De Gusser Goldhandel, 2010 gegründet, 2012 ist dann Polleit, Thorsten Polleit, da angestellt worden als Chefökonom und hat dann im gleichen Jahr angefangen, das Deutsche Mises-Institut. Den kenne ich übrigens, den Polleit, also ich habe ihn halt persönlich öfter mal getroffen, sogar noch als in der Zeit, wo er, da war ich selber noch Fondsmanager und da war er bei der Barclay Chefökonom. Mhm. Nur so als kleine Info. Aufzubauen, Hans-Hermann Hoppe im Beirat. Hm. Und Hoppe habe ich übrigens auch schon mehrfach persönlich mal getroffen. Dieses Mises-Institut macht ständig Kongresse im Bayerischen Hof, wo damals auch der Lucke war, also direkt neben dem Mises-Institut, wo De Gusser Goldhandel sitzt. Genau, und, war ich auch schon oft. Genau, und sieben Veranstaltungen von diesem vom Mises-Institut, diese Kongresse und so weiter, haben stattgefunden mit Hans-Hermann Hoppe. Und der erste Vortrag überhaupt, den das Mises-Institut gemacht hat, der erste Kongress überhaupt, war eben auch von Hans-Hermann Hoppe. Das heißt, dieses Mises-Institut vertritt wesentlich die Ideologie von Hans-Hermann Hoppe, der eine reine Privatrechtsgesellschaft will, Staat komplett abschaffen und der die Demokratie abschaffen will. Das sagt er auch wortwörtlich. Die Demokratie muss abgeschafft werden. Und das verbindet er dann noch mit rassistischen Positionen. Ja, aber also da muss ich jetzt wieder, wenn man bei Linken von Demokratie abschaffen redet, dann meint man ja eigentlich immer hin zur Diktatur. Ne? Also zumindest schwingt das immer so ein bisschen mit, auch im Mainstream. Ja. Wenn man jetzt sagt, so, ey, ich will die Demokratie abschaffen, wie, du willst Diktatur? Weil die sich gar nicht vorstellen können, dass es was in die andere Richtung gibt, weniger Herrschaft quasi. Ne? Du, es ist, aber ich meine, wir sehen ja alles aus der libertären Brille. Ja. Aber wenn man sich jetzt mal so in den Zuschauer, den ganz normalen Sozialdemokraten oder Christdemokraten reinversetzt, der das jetzt vielleicht sieht, dann gibt es eigentlich nur, wenn du sagst, Demokratie abschaffen, Diktatur. Die meisten Menschen können sich halt echt nicht vorstellen, dass es da was anderes gibt, außer Demokratie und Diktatur. Weil sie selber ja nichts anderes kennen. So, und da sich auch unsere Aufgabe. Ich meine, das hat er ja auch gesagt hier mit Demokratie und Autoritarismus. In Folge 1 war das, glaube ich. Schwieriges Wort. Ja, ich glaube ja. Oder 2. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Ja, 51 Minuten und wir sind jetzt bei 52 Minuten wieder in der Folge. Also. In der dritten. Wir sind jetzt in der dritten. Ich verliere jetzt gerade sämtliche Fäden hier mit dem Herrn Kemper. Aber dann lassen wir ihn jetzt noch ein bisschen reden und machen, also Folge 3. Genau, Folge 3 sind wir noch. Mit, wo er von dem Gesindel spricht, von dem migrantischen Gesindel oder von dem, die aus dem Islam nach Deutschland kommen oder nach Frankreich kommen. Und der Hoppe echt von Gesindel, aber okay. Ja, Gesindel kann ich mir vorstellen, aber eigentlich migrantisches Gesindel weiß ich jetzt nicht. Also da meint er aber wahrscheinlich auch nur das Gesindel unter den Migranten mit migrantischen Gesindel und nicht Migranten allgemein. Also du, ja, also ein Rassist ist er ganz sicher nicht, weil er methodologischer Individualist ist und kein Kollektivist und deswegen auch gar nicht in Rassen denkt und ist mit einer Türkin verheiratet. Lassen wir ihn weiterreden. Genau. Schüsse helfen, eine Bewaffnung halt der einheimischen Bevölkerung. Oder er spricht bei Hartz-IV-Empfängern von einer Parasitenklasse, die in der Demokratie zu einer hässlichen Plage wird. Ja, und das muss beendet werden. Ja, die Demokratie muss beendet werden. Wenn wir die Demokratie nicht mehr haben, löst sich auch diese hässliche Plage der Hartz-IV-Empfänger auf. Und weil sie dann Arbeit hat. Genau. By the way. Aber egal. Und weil nicht Generationen von staatsabhängigen Untertanen herangezüchtet werden. Ja. Und das ist ja auch so eine der Kritiken eigentlich an diesem ganzen Sozialsystem, dass und in Zusammenhang mit Demokratie, dass die Demokratie oder vielmehr die Parteien versprechen, immer irgendwas für die Empfänger zu tun und dann wählen sie die
Partei und dann versprechen sie noch mehr für die Empfänger zu tun, weil sie vorher sowieso nichts gegen, für die getan haben und so weiter. Das schaukelt sich auf und die Parteien machen immer mehr Leute zu Empfängern, weil sie sehen, okay, Leute, die von uns abhängig sind, die wählen uns und so weiter. Also das hätte man vielleicht auch noch mit da einbringen können, dass das im Prinzip die Theorie dahinter ist und dass das nicht nur einfach gesagt wird, so ja, Empfänger sind böse, böse, pfui, pfui und Schmarotzer, sondern dass der Staat aktiv dazu beiträgt, die Leute zu, in Anführungsstrichen, Schmarotzern zu machen. Also der Staat macht die Leute von sich abhängig, um dann wiederum Wählerstimmen zu bekommen, weil er ihnen was verspricht. Genau, und das stellt dann uns Libertäre, also oder redet man nicht für uns Libertäre, sondern für mich dann immer wieder vor die Frage, ist das jetzt Absicht oder einfach dumm gelaufen? Weil es ist doch schon, es ist eigentlich so offensichtlich, wenn man sich, und das ist das Faszinierende, der gute Herr Kemper, also in irgendeiner Form scheint er sich ja mit unserer Gedankenwelt zu beschäftigen, also sehr viel intensiver als die meisten, ja, über Libertären schimpfen. Aber er checkt es trotzdem irgendwie nicht. Ja. Das ist schon. Und nur zu dem Thema, weil wir gerade, also das Zitat muss unbedingt daher, um auch zu verdeutlichen, wie alt es ist. Berühmte Zitat von Bismarck. Mein Gedanke war, die arbeitenden Klassen zu gewinnen oder soll ich sagen, zu bestechen, den Staat als soziale Einrichtung anzusehen, die ihretwegen besteht und für ihr Wohl sorgen möchte. Also das war, man könnte sagen, das war der letzte ehrliche Politiker. Also, ja. Und das waren Zeiten, da ging es nur darum, da ging es tatsächlich noch darum, dass man die Krankenversicherung, die sich bereits privat entwickelt hatte. Ja, also erstens, Kranke gab es auch vor Bismarck. Und auch vor Bismarck haben sich Leute um Kranke gekümmert. Und da gab es alle möglichen Organisationsformen dafür. Unter anderem Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit hatten sich bereits herausgebildet, wie überhaupt das Versicherungswesen sich ohne Staat herausgebildet hat. Ja, und der Staat ist dann nachher nur übernommen hat. Wikipedia nachlesen, ne? Kann, der will. Ja. Der Staat hat es ja quasi erst dann übernommen, als es sich schon dabei war zu etablieren. So, also ganz genau. Es ist ja nicht so, als ob der Staat jetzt der Erfinder wäre. Das ist übrigens auch mit den allermeisten Straßen passiert. Ja, genau, ja. Da gibt es sehr schöne Dokus auch aus den USA, wie da Straßen gebaut wurden und Bahnstrecken und so weiter und auf privater Ebene und so und das ist auch Gesundheitssystem und so, was sich da privat entwickelt hat, dass das alles im Prinzip dann nachher über Gewerkschaften lief und so weiter und irgendwann die Ärzte zum Staat gegangen sind, lobbyiert haben, ey, die dürfen keine Krankenversicherung anbieten, weil die unterbieten uns in den Preisen und so weiter und schreiben uns die Preise vor. Ja. Also das Verrückte ist, vielleicht ist das ein guter Abschluss für Folge 3 dann. Es geht dem Herrn Kemper ja darum, zu beweisen, dass also Hoppe und so weiter, also Leute wie wir zwei, ja, die sagen, hey, Hoppe ist wirklich cool, oder Thilo Jung kann sich ja gar nicht vorstellen, so, oh, wie pitchen die das denn? Ja, der soll mal uns fragen und nicht Thilo und nicht Dingsbums Kemper. Ja, genau, ja. Und ich weiß, langsam, liebe Zuhörer, bitte Verständnis, wir sitzen hier schon seit echt geraumer Zeit. Und wir wissen ja, was noch kommt, zumindest ich höre mir das jetzt gerade zum dritten Mal an. Und es gibt so viel zu erzählen zu den einzelnen Themen, die der Herr Kemper da aufreißt. Aber da sind wir dann echt lange beschäftigt, wenn wir auf alles eingehen. Auf jeden Fall. Wo stehen wir denn gerade? Also wir stehen jetzt gerade im Podcast dieser Folge bei 48 Minuten. Und eigentlich wollten wir die Stunde noch voll machen. Das wird knapp. Also die Stunde im Video. Das sind ja noch 9 Minuten. Ja, also Moment. Also wir haben jetzt 10 Minuten geschafft innerhalb von 50 Minuten. Aber wir haben noch die Stunde von Folge 3 noch nicht voll. Ja, eben, genau. Die machen wir auch noch voll. Ah, okay, die kriegen wir locker noch voll. Ja. Dann lassen wir einfach ein bisschen weiter. Genau. Mal gucken, wer der Mauszeiger ausrutscht und wir auf die Pausetaste geraten. Genau, okay. Okay. Diese Privat. Genau, statt Demokratie, Privatrechtsgesellschaft. Aber welche Rolle spielt diese Strömung, diese Ideologie in der AfD?
Die, oder ist das, existiert sie auch außerhalb der AfD? Ja, die ist vor allen Dingen außerhalb der AfD und das lässt sich auch ganz leicht erklären, weil der Hans-Hermann Hoppe sagt, genau, dass er bei uns jede Partei doof ist. Also Parteien sind ja halt, wollen ja halt Regierung. Ne, und das Regierung war vor der MLPD. Und deswegen lehnt er generell Parteien ab. Und hatte ja letztens auch ein Streitgespräch mit Markus Krall, der nicht auch der bei der Gustav Holthandel arbeitet. Und Markus Krall hat eine andere Position. Er findet es wichtig, eben Parteien zu Poller ist wahrscheinlich. Parteien zuzugehen, damit die, damit erstmal ein Minimalstaat hergestellt wird, der dann ganz anders aussieht als unsere jetzige Gesellschaft, aber schon mal eine Brücke ist hin zu der reinen Privatrechtsgesellschaft. Also der hat da eine andere, sieht da eine andere Funktion von Parteien. Ich meine, wer dir auf Twitter folgt, der sieht immer wieder, dass du Markus Krall thematisierst. Ja. Wer ist das? Was müssen wir hetzt. Nehmen? Er hetzt Markus gegen Krall ihn. Ist, den kenne ich auch persönlich. Hat in letzter Zeit viele Bücher geschrieben zum Crash. Ne, er sagt, es kommt demnächst der Crash, der Zusammenbruch der Volkswirtschaft, der Gesellschaft. Ne, die Ökonomie, wie wir sie betreiben, funktioniert nicht mehr. Es wird, gibt ganz viele Zombie-Unternehmen, also die eigentlich gar nicht mehr laufen, die nur noch künstlich mit Geld aufrechterhalten werden, mit Steuergeld. Und deswegen wird es halt, hat er prognostiziert, 2020 zum Crash kommen. Es wird alles zusammenbrechen. War vor Corona. Spätestens im Herbst. Er hat sich so, das hat er also geupdatet. 2021 wird zum Crash kommen. Ja, guck, also er scheint ja sich sogar wirklich die Videos vom Krall wenigstens anzuhören. Also ja, also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er sich gar nicht mit uns befasst. Ja. Genau. Er war auch zuständig dafür, auf europäischer Ebene ein Gegenstück aufzubauen zum FED, also zum amerikanischen Bankensystem, und das hat nicht funktioniert und jetzt da weiß ich nicht, wovon er redet. 2019 auch bei der Gustav Goldhandel, und zwar als Sprecher der Geschäftsführung, also das Hauptgeschäftsführer quasi, CEO von der Gustav Goldhandel, wo schon der Thorsten nicht von der FED, er redet, der Krall hat wollte eine europäische Ratingagentur als Konkurrenz zu den, nicht die FED. Ja, genau. Der Chefökonom ist. Also Thorsten, also das heißt, die Gustav Goldhandel hat den Chefökonom Thorsten Polleit, Schüler von Hoppe, der eine reine Privatrechtsgesellschaft will, der die Demokratie abschaffen will. Und 2019 ist jetzt noch Markus Krall Hauptgeschäftsführer geworden von der Gustav Goldhandel, Sprecher der Geschäftsführung, der auch die reine Privatrechtsgesellschaft anstrebt. Also beide wollen die Demokratie komplett abschaffen, beide wollen den Staat komplett abschaffen. Und das sind die führenden Kräfte innerhalb von der Gustav Goldhandel. Aber warum interessierst du dich dafür? Haben die irgendeine Relevanz? Gibt es Leute, die sich dafür interessieren, oder kann man die nicht einfach ignorieren? Ja, man könnte die ignorieren, wenn nicht so viel Geld dahinter stecken würde. Also Markus Krall wird eingeladen von Sparkassen, der wird eingeladen von der Friedrich-Naumann-Stiftung, der wird eingeladen von der AfD sowieso. Oh, von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Das ist ja ein Skandal. Oh, die super einflussreiche Friedrich-Naumann-Stiftung, die eh nach einem super Sozi benannt ist. Da gibt es auch ein paar Zitate, aber naja, lassen wir mal weiterreden. Im September 2019 hat er den Job bekommen als Hauptgeschäftsführer bei der Gustav Goldhandel. Und einen Tag später hat er dann nicht seinen Einstand gegeben, wie man das so macht, sondern er ist dann direkt nach Schleswig-Holstein gefahren zur Landesfraktion der AfD, um da einen Vortrag zu halten, der sich dann nicht um Goldhandel drehte, sondern der... Ja, und der Vortrag wurde auch erst, nachdem er bei der Gustav zum Vorstand wurde... angemeldet. Der Termin war nicht schon vorher klar. Also sich um seine Agenda drehte, nämlich halt einen Umsturz herbeizuführen, um dann das allgemeine Wahlrecht abzuschaffen. Er hat da schon an seinem Buch geschrieben. Ich glaube, den Vortrag habe ich gesehen, und mit dem das allgemeine Wahlrecht abschaffen, da kann man echt drüber streiten. Also meine Position ist, Krall sagt ja, man sollte nur die
Leute, die wirklich was zur Gesellschaft beitragen, wählen lassen. Also im Prinzip die Nettosteuerzahler. Nettosteuerzahler, genau. Und das schafft ja nicht das allgemeine Wahlrecht ab. Jeder hat ja die Möglichkeit, zum Nettosteuerzahler zu werden. Genau. Also du, weil wir vorhin das Thema hatten ja, Demokratie, also wenn man sich mal anschaut, was Demokratie schon alles hieß in der Geschichte der Menschheit, unter anderem bei denen, die die ganze Sprache erfunden haben, die das Wort Demokratie hervorgebracht haben, also so absurd ist es ja gar nicht, diese Gedanken, ja, dass ja. Die Gemeinschaft, ja, also dass da diejenigen das Sagen haben, die auch was, die Gemeinschaft auch am Leben halten, ist ja gar nicht per se mal bös gemeint gegen diejenigen, die es nicht können. Weißt du, aber in einer gesunden, noch nicht durch Interventionen ständig versauten Gesellschaft ergibt sich sowas ja von alleine. Ja. Aber die ertragen ja die Realität, die sich von alleine gibt, ertragen sie ja nicht, die Linken, und müssen ständig eben da überall, was ich, Strukturen der Unterdrückung und Hierarchien der Herrschaft, weil es gibt ja noch Chefs, ja, müssen dann genau. Sehen. Ja. Schauen wir mal weiter. Ich hätte jetzt auch noch ein bisschen was zu sagen, aber du hast die Uhr im Blick. Ja, genau. Bürgerliche Revolution, und in seinem Buch fordert er, dass es demnächst einen Umsturz gibt. Also eine Revolution, das ist ernst gemeint, Revolution ist jetzt nicht so metaphorisch gemeint, sondern damit ist wirklich eine gesellschaftliche Revolution gemeint, um dann eben eine ganz andere Gesellschaft aufzubauen. Als ersten Schritt sollten halt alle möglichen Ministerien abgebaut werden, dass es sollte nur noch Verteidigungs-, Innen-, Außen- und Sicherheitsministerium geben. Klassische Minimalstaat. Wollte ich gerade auch sagen, ja. Und außer diesen vier Ministerien sollten alle Ministerien weg. Die Kanzlerin, der Kanzler sollte privat gewählt werden. Aber bei den Wahlen dürfen nur noch die Leute dran teilnehmen, die kein Geld vom Staat erhalten. Das ist diese alte Forderung schon von Hayek. Ne? Ja, und die Begründung ist halt, dass Leute, die Geld vom Staat halten, vom Staat erpresst werden können oder nicht erpresst werden können, aber die Anreize geschaffen werden können, dass die Parteien gewählt werden, die am meisten Geld versprechen. Und mal ganz abgesehen davon, wer das einfach mal verstanden hat, so ist. Aber diese Argumentation, er bringt ja gar nicht hin, dass das überhaupt Verfügungsmasse der Mehrheit ist, was jetzt dir gehört und, ja, und mir. Ja, erstmal das. Aber er bringt ja noch nicht mal das Argument oder die Erläuterung, warum er das so sieht, warum er das so fordert. Er stellt es in den Raum und die Leute denken sich dann, oh, der will, dass Hartz-IV-Empfänger nicht mehr wählen dürfen, weil er gegen Hartz-IV-Empfänger ist oder so. Nein, es geht sich ja darum, es geht sich ja eben darum, dass nicht die Parteien gewinnen sollen, die den Leuten am meisten Versprechen machen und mehr Geld geben wollen, was sie von anderen rauben, sondern es geht ja darum, dass die Leistungsträger auch bestimmen dürfen, was mit dem Geld, was ihnen geraubt wird, passiert. So, und ja. Der meint, das kann man so nicht machen. Wir brauchen, um sowas umzusetzen, um das allgemeine Wahlrecht abzuschaffen, braucht man eben einen Umsturz. Aber der Umsturz ist ja das Tolle, sagt er, der wird sowieso kommen. Das heißt, es wird einen Zusammenbruch geben. Und Umsturz hört sich jetzt wieder so an wie, ja, wie wir gehen ins Parlament und schießen alle Leute tot oder so. Ich habe das letzte Buch von Karl leider noch nicht gelesen, deswegen. Ich auch noch nicht. Es weiß liegt übrigens nicht, bei uns wie gut er das wahrnimmt, aber er stellt es. Es liegt übrigens bei uns in der großen Bibliothek. 1. Juli müsstest du mal gucken, da habe ich das, glaube ich. Ah, okay. Darf man das sagen, dass man hier Kopien von dem Buch verteilt hat? Also, wir sind ja alle nur Freunde, ne? Ich glaube, 7 Kopien darf man ja verbreiten. Also. Genau. Wir sind ja auch nicht mehr als 7 Leute, also von daher. In diesem Zusammenbruch dann Antifa und Islamisten zusammen versuchen halt ihre Gesellschaft aufzubauen, und da muss es dann eine Konterrevolution geben, und in der Konterrevolution muss innerhalb von 100 Tagen dann sein Programm nicht umgesetzt Antifa, werden. Also das müsste eigentlich eine bewusste Unterschlagung sein, weil also die Argumentationslinie von Karl ist meines Wissens
dass Sozialisten oder Kommunisten halt mit radikalen Islamisten kooperieren, was übrigens eigentlich auch kein, also es ist kein Geheimnis, wenn man sich halt damit beschäftigt und sich das, also es ist vielleicht nicht ständig Thema, aber es ist nicht falsch. Aber auch das stellt er wieder halt sehr komisch dar. Ja. Minimalstaat mit einer eingeschränkten Demokratie. Ein Wahlkönig soll es dann noch geben, der dann noch was? Ein Wahlkönig? Genau, das geht auch, das ist halt auch eine Position von Hans-Hermann Hoppe, dass es gar nicht schlecht wäre, diese reine Privatrechtsgesellschaft, denen ein König an die Seite zu stellen. Ja, so. Es kommt darauf an, was der König darf. Aber er sagt, aber kein Erbkönig. Ne? Also das ist ein Wahlkönig, der wird auf Lebenszeit gewählt. Also doch Demokratie. Ja, klar, bei dem Minimalstaat ja. Ja, ich wollte gerade sagen, der Minimalstaat soll ja eh nichts dürfen, der blöde König. Die Minimalstaatler sind ja gar nicht gegen Demokratie, die sind halt nur dafür, dass die Demokratie nicht in jeden Lebensbereich, den man hat, eingreifen darf. Die wollen ja eben innere Sicherheit, äußere Sicherheit und vielleicht noch Feuerwehr und weiß ich nicht. Ja, die sogenannte negative Freiheit wollen sie sicherstellen, dass du halt möglichst zu nichts gezwungen werden kannst. Ja. Das ist eine liberale Demokratie. Was der sich vorstellt, ist eine Rätedemokratie. Ja. Ja, noch. Ja. Ne, solange der Minimalstaat noch da ist, braucht man noch so einen König. Aber das ist nur eine Brücke. Ne? Das ist keine Alternative, das sagt er eindeutig. Also kein Minimalstaat ist nicht das letzte Wort. Ist eine Brücke hin zu rein. Ja, weil jeder Minimalstaat irgendwann zum Maximalstaat wird. Das siehst du in den USA. Wurde. Ja, und wurde. Ja. Wurde. Theoretisch. Theoretisch könntest du einen Staat so beschränken, wenn du eine explizite Verfassung hast, die wirklich alles regelt, was der Staat darf und was er definitiv nicht darf, und das klug machst, könntest du theoretisch einen Minimalstaat so weit beschränken, ja. Also. Du, also ich meine, man kann, sagt er ja selber, also die Zeit bis zum großen, großartigen demokratischen 20. Jahrhundert, da ging es ja zum Teil recht minimalstaatlich zu. Ja, aber es gab halt nichts, was dann verhindert hätte in der Satzung oder was, wo auch immer, dass es zu einem Maximalstaat wie heute wird. Und, ja, Moment. Also ich meine, damals gab es ja tatsächliche Revolutionen von Leuten, die halt, wir hatten ja vorhin hier Frankreich, das waren halt tatsächlich, ich meine, das waren ja ideologische Vorväter von dem Herrn Kemper, die Jakobiner und die diversen Strömungen, die es ja damals auch schon gab, das waren ja auch Idealisten mit Liberté, Egalité, Fraternité, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und so weiter. Und schon relativ schnell sind aber halt die etwas autoritäreren Charaktere irgendwie an die Macht gekommen. Und dann sind halt Köpfe gerollt, etc. pp. Und es waren halt damals die großartigen Revolutionäre, und ich war nur mal so, ich war als Kind aus diversen familiären Gründen, weil mein Vater halt bei einer französischen Firma gearbeitet hat, habe ich die Grundschulzeit in Frankreich erlebt, und ich habe ja die Glorifizierung der französischen Revolution in Frankreich miterlebt und fand die immer super cool, ja, und habe erst dann Jahrzehnte später durch eigene Recherchen mal so genauer reingeguckt, wie diese Leute eigentlich gedacht haben, was hat die motiviert, wer hat da mit wem kooperiert, und aus meiner Sicht sind das sozusagen die Urwurzeln dieser marxistischen Ideologie, die seitdem eigentlich das treibt, was der Kemper jetzt ausgerechnet dem kleinen Haufen Austrians jetzt vorwirft. Dass wir da so fiese, konspirative Netzwerke mit ganz viel Geld im Hintergrund. Weißt du, ich könnte dir Stories erzählen über den Hintergrund, was ich, der Lenins Mann an der Wall Street, Armand Hammer, der dann später der Mentor von Al Gore wurde. Und also viel Geld ist auf der linken Seite, auf der angeblich hellen Seite, wo es keine Herrschaft gibt und nichts, da ist schon auch viel Geld unterwegs. Aber nicht nur bei der SED. Zu dem viel Geld-Netzwerk möchte ich ja nochmal anmerken, dass wir als MLPD von niemandem bezahlt werden. Wir machen alles aus
unseren eigenen Antrieben. Also ob wir jetzt Grafiken erstellen, ob wir Memes bauen, ob wir diesen Podcast hier aufnehmen, ob wir ein Video machen. Niemand bezahlt uns dafür. Und ich habe sogar... Wollen wir das so kategorisch... Ich sag nur, dass uns jetzt, die sollen ruhig glauben, dass wir sehr, sehr reiche Förderer haben. Und ich will sogar noch weitergehen und sagen, ich argumentiere gegen meinen persönlichen Vorteil. Also ich zum Beispiel habe einen persönlichen Vorteil davon, Geld von Herrn Fink zu bekommen. Denke ich auch. Nee, aber ich argumentiere ja zum Beispiel gegen den Geldsozialismus, wovon ich aber profitiere, weil Immobilienpreise steigen, weil Goldpreise steigen, weil Bitcoinpreise steigen, etc. Alles Dinge, die ich habe. Und ich argumentiere aber dagegen, dass das so weitergeführt wird. Also gerade bei mir könnte man mir zum Beispiel nicht vorwerfen, dass ich irgendwie einen Vorteil daraus ziehen würde, zumindest jetzt keinen monetären Vorteil daraus ziehen würde, wenn ich gegen das aktuelle System agiere. Das ist alles so eine niedrige Auflösung sozusagen, da immer er ist, wie gesagt, ein Aktivist und er hat irgendwie jetzt ein Feindbild ausgemacht, das sind die Libertären und das muss jetzt irgendwie in sein, oh, die müssen was gegen Arme, Kranke, Schwache haben und die müssen, denen muss es also nur darum gehen, möglichst reich zu werden und als Chefs dann die armen Mitarbeiter zu knechten oder auszubeuten. Zum Beispiel, es wird jetzt nicht zu privat, aber so teilweise, meine Mutter lebt halt momentan vom Staat, weil sie ist Frührentnerin aufgrund der Gesundheit. Mhm. Und ich weiß halt ganz genau, wenn ich jetzt den Staat abschaffe, so wie ich das gerne hätte, dann müsste ich mich um sie kümmern. So, und natürlich würde ich dieses Risiko eingehen. So war das früher ja auch. Ne? Genau, und klar, da steht immer noch ein Aspekt dagegen, dass oder dafür, dass ich trotzdem noch Geld spare, obwohl ich meiner Mutter ihr gesamtes Leben finanziere. Schau mal, weißt du, dass ich dann immer noch im Plus bin. Also es ist wirklich Steuern. Alles auf den Kopf gestellt. Also uns wird unterstellt so eine ökonomische Sichtweise, aber also ich empfinde es so, mir wird es überhaupt erst aufgezwungen, mich in so bescheuerten Kategorien da überhaupt weil so Typen von links das halt einem unterstellen, muss ich mich da überhaupt auseinandersetzen mit diesen. Aber wir haben ja noch eine ganze Stunde vor uns. Ja, vor allem wird uns der soziale Charakter einfach abgesprochen, also der tatsächlich soziale Charakter. Genau. Sie haben es ja geschafft, sozialistisch mit sozial synonym zu machen. Genau, und wenn du gegen sozialistisch bist, dann bist du nicht sozial. Genau, obwohl sozial heißt ja sich eigentlich, ja, es ist im Grunde genommen genau das Gegenteil. Von sozialistisch, ja. Ja, im Grunde genommen, ja. So, jetzt weiß ich nicht, soll man die 2 Minuten noch eben laufen lassen? Wie viel Sendezeit haben wir denn schon? Wir haben jetzt schon 1:07 wieder Sendezeit. Wir machen jetzt die Stunde von Camper noch voll und dann machen wir nochmal ein kurzes Päuschen und dann. Okay, und dann schauen wir weiter. Und dann schauen wir weiter, genau. Privatrechtsgesellschaft, wo es gar keinen Staat mehr gibt. Und bedenklich ist es eben, weil das Ganze ist Gustav Goldhandel gehört mit August von Finck, einem der reichsten Deutschen. Der besitzt 8 Milliarden Euro. Ja, furchtbar, dass er 8 Milliarden hat. Und hat der Berliner Flughafen gekostet? Er besitzt einen Berliner Flughafen, toll. SPS-Aktien verkauft, das sind Aktien im Wert von 2,5 Milliarden Euro. Und die hat er quasi unter seinem, metaphorisch gesprochen, unter seinem Kopfkissen liegen. Das heißt, der hat 2,5 Milliarden Euro zu freien. Hat er nicht. Er hat es in Firmenwerten, in Mitarbeitern, in allem Möglichen hat er diese Werte. Aber weil er jetzt die Aktien verkauft hat, heißt das doch nicht, dass er die auf dem Bankkonto liegen hat. Natürlich investiert er woanders. Der eine Ideologie vertritt, der öffentliche was ist das Budget von ARD, ZDF und den ganzen Apparat? Ziemlich genau 8 Milliarden, glaube ich, pro Jahr. Pro Jahr. Ja, also im Prinzip könnte Fink einmal
ein Jahr den öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanzieren. So viel Geld hat der. Oh, wow. Ja, der wird jetzt irgendwie in den Riesenapparat stürzen. Ne? Ja. Wobei, ich meine, wie gesagt, Herr Fink, wenn Sie das sehen hier oder zuhören, die MLPD ist ganz auf Ihrer Linie. wir nehmen das in Waren an. Einfach mal, wir posten einfach mal Bitcoin-Adressen, die bei Wenn da auf einmal ganz viele Bitcoins einkommen, dann wissen wir, woher. Ja, aber der Herr Fink weiß ja jetzt von mir, dass ich die Propaganda für ihn auch schon mache, obwohl ich nicht dafür bezahlt werde. Also wird er mich ja nicht dafür bezahlen, weil der ist böser Kapitalist. Also hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, dass ich das aus eigenem Antrieb mache hier. Also er wird analysieren und feststellen, dass wir zwei irgendwie nicht der strategische Flügel der MLPD sind. Wir machen uns das. Also wir sind zumindest nicht der Geldeintreiberflügel. Was sind wir denn? Wir sind sakralproprietär, oder? Oh, ich hab weder Ahnung, was sakral noch proprietär heißt. Also sakral, heilig, proprietär, Eigentum. Also ach so, Eigentum. Ja, okay. Ja. Ich hatte kein Latein auf der Realschule, also entschuldige bitte, wenn ich manchmal... Alle tut. Aber ich meine, der gut, ich weiß nicht, ob der Münster hat man da Latein oder an der Allgemeinschule oder was die da haben. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja aus NRW, also ja, Münster ist auch in NRW, ne? Eben. Ja, nee, ich glaube, da hat man kein Latein in der Realschule. Also aus bayerischer Sicht ist ja NRW quasi irgendwie, also schon recht sozialistisch schon immer gewesen. Ja, keine Ahnung, habe ich keine Meinung zu. Ja. Lass mal die anderthalb Minuten jetzt noch durchlaufen, weil dann können wir nochmal eine kurze Pause machen. In Verfügung, das weiß auch noch niemand, was er mit dem Geld gemacht hat. Also es ist nicht mehr an Aktien gebunden, sondern die kann er einfach benutzen. Es wird gemutmaßt, wie stimmt, dass er sein Geld hat, um das jetzt an seine, es wird gemutmaßt, an seine Nachfahren, seine Kinder halt aufzuteilen. Nein! Das ist plausibel, es kann aber auch genauso gut sein. Es wird gemutmaßt, dass er seine Kinder was vererbt. Er will seinen Kindern irgendwas geben? Boah, wie furchtbar. Denk doch mal einer an die Kinder, wenn man den Kindern nichts mehr geben kann. Alter, jetzt, das ist schon ein jetzt habe ich schon wieder pausiert, nach 10 Sekunden. Das Geld benutzt, um jetzt die Revolution voranzutreiben. Ja, das, das kann aber auch sein, dass es halt gesplittet wird. Ein Teil kriegen die Nachfahren und den Rest, da setzt er der Welt nochmal einen Stempel auf. Ne? Er ist ja schon 90, dass er dann doch noch was bewegt in die Richtung, dass die Gesellschaft sich verändert in seiner Richtung. Ich denke mir gerade so, wer Argumente braucht für Vermögensteuer und Erbschaftssteuer in Deutschland, müsste einfach nur den Namen Fink. das ist einfach so. Ja, genau. Das ist halt ein ererbtes Vermögen, was benutzt wird, um wie klug er sich damit gerade fühlt. Erbschaftssteuern und alles komplett abzuschaffen, um halt die reine Privatrechtsgesellschaft aufzubauen. Und es ist eine Win-Win-Situation, weil die Gusser Goldhandel profitiert natürlich davon, wenn gesagt wird, dass demnächst der Zusammenbruch da ist, der Crash da ist. Dann haben die Leute Angst um ihr Geld und wissen nicht, wohin mit dem Geld, was mache ich denn jetzt mit meinem Geld? Und dann sagt Krall und Pollard, ja, Gold wäre nicht schlecht. Kann das nicht einfach ein Geschäftsmodell von denen sein? So, und hier würde ich jetzt aber abbrechen, weil wir haben die Stunde zwar noch nicht voll, uns fehlen noch 8 Sekunden, aber jetzt wird es eigentlich spannend, jetzt wird den Leuten unterstellt, dass sie rein aus Gier sagen, dass das alles Kacke ist, was wir hier haben, nur damit sie Gold verkaufen können. Ja, das ist ein Geschäftsmodell. Das Thema Geldsozialismus werden wir noch aufmachen können. Ja. Das ist dann in Folge 4. Genau, Folge 4 folgt dann sogleich. Wir haben schon wieder eine Stunde 15 voll und wir haben tatsächlich die 20 Minuten geschafft. ich entlasse unsere Zuhörer und Zuschauer dann mal und sage bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.